Servus Leute und ein herzliches Willkommen und ja, ich hoffe, dass ihr alle fit und gesund da draußen miteinander seid. Und ja, heute schauen wir mal in die monatliche PlayStation Plus Spiele für den Januar mal rein. Und ja, ich habe für euch mal das Spiel Star Wars Jedi mal rausgesucht und dann werde ich mal sagen, schnuppern wir da heute mal rein und gucken mal, ob sich das Spiel lohnt, sich zum Herunterladen und wie es sich so spielen lässt und wie es so aussieht. Und dann würde ich sagen, halten wir uns hier nämlich länger drauf hin. Und dann starten wir hier miteinander gemeinsam Star Wars Jedi und dann sehen wir uns gleich wieder nach einem kleinen Spielfilm. Also liebe Lungs und liebe Mädels da draußen, bis gleich nach dem kleinen Spielfilm. So, ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Das könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Pantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Dolle, auf geht's, würde ich sagen. Mit Star Wars Jedi. Und ja, groß und ganze, ich habe für euch mal das Spiel mal ein wenig gespielt und mal ein wenig auf Herz und Nieren ein wenig getestet. Also im Großen und Ganzen, es ist hauptsächlich eigentlich nur ein Singleplayer-Spieler. Also ich habe da keinen Multiplayer-Spieler, gar nichts mit dabei. Also das Spiel ist hauptsächlich nur auf den Story-Modus ausgelegt. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukahalb gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. So, also im Großen und Ganzen, ihr habt dann eine Spielzeit von circa mindestens 20 Spielstunden. Achtung! Vorsicht! Passt schon! Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Ah, ja. Wir sehen uns dort. Ich werde schon weg, wenn er. Ja, also wie gesagt, ihr habt im Prinzip mindestens 20 Spielstunden, was den Story-Modus angeht. Und ja, also ich persönlich muss echt wirklich sagen, also das Spiel, das gefällt mir echt wirklich. Also beschweren kann ich mich echt nicht, weil je weiter ihr dann nachher hochkommt, desto mehr Fähigkeiten erhaltet ihr auch nachher. Und im Prinzip ihr lernt dann auch nachher einen kleinen Roboter kennen.
Der unterstützt euch im Prinzip bei jeder Aktion. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Wenn ihr Hilfe braucht. Und ihr habt natürlich auch in dem Spiel einen Haufen Kletteraktionen mit dabei. Also teilweise müsst ihr da echt ein wenig. Dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Der Dinger echt schickt unterwegs sein. Weil wenn der nämlich gleichzeitig springt und ihr zurück zum Beispiel nicht rechtzeitig. Euer Greifetaste kann es dann leicht sein, dass es dann halt wirklich so weit ein Stock tiefer geht. Und im Prinzip, das Spiel ist ja wie gesagt wirklich komplett völlig kostenlos. Also ihr müsst da wirklich nichts dafür zahlen. Weil im Endeffekt, ihr zahlt ja praktisch jedes Jahr, oder ich weiß nicht, wie ihr das macht, also oder jeden Monat zum Beispiel euren kleinen Betrag. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Dass er online spielt. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Also ich hole mir das praktisch immer fürs ganze komplette Jahr. Das sind glaube ich 60 Euro oder sowas. In dem Dreier. Und da habt ihr ja mittlerweile ja auch verschiedene Packs, wo ihr euch holen könnt. Verschiedene Stufen. Also ich hey, hab... Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Also ich hab mal meistens, also ich hole mir meistens eigentlich immer die essentielle. Weil teilweise das reicht mir wirklich komplett völlig aus, was man da an Spiele kriegt, weil die nächste Stufe, die war ja wirklich die. Wow. Wirklich hoch und kriegt dann noch viel mehr Spiel. Also die letzte Stufe, ich weiß es gerade gar nicht, wie sie heißt, aber auf jeden Fall wird da echt wirklich gespielt dann teilweise. Da schnackelt er teilweise echt wieder hoch, aber mir reicht es vollkommen aus. Denn, ja, es hat dann meistens auch echt wirklich bei der essentiellen Stufe hat es dann meistens auch immer. Wow, Senna, genau, das ist ja nicht gemeint. Hat es dann meistens auch immer echt wirklich sehr gutes Spiel mit dabei. Weil im Endeffekt, wenn ihr ja jeden Monat eure 60 Euro da zahlt, oder monatlich, wie auch immer. Na bitte sehr. Könnt ihr ja natürlich dann aber auch wegen die Spiele nimmer was ihr da alle kriegt. Und im Prinzip, ich könnte mir das praktisch im Prinzip auch ein wenig vorstellen, dass man das einfach mal ein bisschen vielleicht, wenn ihr wollt, mit ins Programm nimmt. Schreibt es einfach mal ruhig gerne mal unter die Kommentare drunter. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr von Star Wars Jedi zum Seher, dann können wir das ruhig gerne mal mit ins Programm nehmen. Nutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Das Einzige, was ich jetzt halt mittlerweile schon ein wenig festgestellt habe in dem Spiel, ab und zu hat die Audio zwischendurch, finde ich, immer so irgendwie so eine kleine Aussetzer. Jetzt ist mir das schon öfters aufgefallen. Okay, Klammer gesichert. Wow. Alles okay? Boah. Ich bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Entweder kommt mir das bloß so vor, oder ich weiß es nicht, aber zwischendurch habe ich, wie gesagt, ist mir das halt schon so aufgefallen, dass an manchen Stellen, wenn es halt immer die Dinge... Moment, ich mach das. Wenn er wird, oder wenn er lauter, kann halt echt wirklich manchmal sein, dass mal ein wenig die Audio-Wenge verpackt ist. Also das habe ich jetzt bis jetzt meistens abends so hin und wieder mal gehört, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Komm, seht ihr das an? Das ist ein Jedi-Jäger, ein Volltreffer, ein echter Schrottsammler, Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi, echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden.
Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Und auf geht's, würde ich sagen. Oh ja, zwischendurch müsst ihr halt echt da wirklich bei den Filmsequenzen müsst ihr natürlich auch aufpassen. Autsch, autsch. Ja, wie gesagt, teilweise müsst ihr halt immer wieder was drucken. Trump, alles okay? Ja, ich komm nicht hoch! Trump, durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Krop! Nein! Ich hätte zum Beispiel, jetzt bist du zum Beispiel in der Filmsequenz fast drüber. Alles okay, Krop? Mir geht's gut. Ich sitze nur fest. Kein Pilot. Hör es mir aus. Durchhalten. Vorsicht, Kerl! Moment! Prof, geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Vergiss, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, die Leute wie dich... Ich weiß. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ist okay bei dir? Ja. So? Ja. Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich... Du wirst nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade Arscher da? Ja. Lass mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, klar. Ja Leute, dann würde ich sagen, dann war es halt mit Star Wars Jedi, den kostenlose, mit dem kostenlosen Spiel. Und ja, schreibt es mir einfach mal ruhig gerne unter die Kommentare, falls ihr mal auch festgestellt habt, ob das Spiel teilweise bei euch auch ab und zu hin und wieder mal solche Audio-Aussätze hat oder ja, oder haut einfach mal gerne Kommentare ins Video und schreibt einfach mal gerne eure Meinung dazu. Und ja, wenn ihr halt einfach mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder schreibt auf jeden Fall gerne einen Kommentar drunter. Und dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder bei der nächsten Folge wieder, wo rauskommt. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Macht's gut. Ciao miteinander.